Shalom alle miteinander, dies ist der Weckruf Javis. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte tue dies und sei dabei, wie wir die satanische Neuweltordnung und die Einführung des Antichristen enthüllen. In der heutigen Folge wollen wir uns mal mit diesem Musikvideo des Rappers Lewe hin beschäftigen. Hören wir uns doch mal einen Ausschnitt aus seinem Song: My Homies Still Explicit Featuring Big Sean an. Er hat diesen Song. Zumindest laut englischem Wikipedia-Eintrag, am 5. Juni 2012 veröffentlicht. Auf seinem YouTube-Vivo-Kanal ist dieses Lied am 17. Juli 2012 veröffentlicht worden. Worauf ich damit hinaus will, werde ich, nachdem wir uns das mal angesehen haben, noch schildern. Los geht's! Wow. My niggas pumping so much bass Motherfuckers going down yeah. Weezy the F on east side My niggas showing from the west The niggas pumping so much bass In Diesem Song von Lil Wehen geht es um eigentlich genau dasselbe wie in fast allen Rapsongs. Wie man an den Lyrics unschwer erkennen kann, geht es um Geld, Drogen, Gewalt und Frauen. Also so die typischen Inhalte eines Rapsongs. Nun komme ich zu dem, was sehr seltsam daran ist. Was man in dem Ausschnitt, den ich euch eben gezeigt habe, sehen kann, ist, dass Lil Wehen und ein paar andere Leute in typischen Kinosesseln sitzen und Popcorn essen und sich somit in einem Kino befinden. Das wirklich Seltsame hierbei ist, dass dort auch überall Skelette platziert sind. Skelette stehen immer für Menschen, die gestorben sind und stehen generell auch für den Tod. Sehen wir uns nun aber mal an, was ca. einen Monat nach der Veröffentlichung dieses Liedes und wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Songs auf YouTube geschehen ist. Am 20. Juli 2012 hat in einem Kino im US-Bundesstaat Colorado während der Mitternachtspremiere des Films The Dark Knight Rises ein Amokläufer zwölf Menschen erschossen und 58 weitere teils lebensgefährlich verletzt. Hm? Ist da nicht irgendetwas komisch daran? Lil veröffentlicht dieses Musikvideo, in dem, obwohl es überhaupt gar nichts mit dem eigentlichen Thema des Songs zu tun hat, er mit anderen Leuten neben zahlreichen Skeletten in einem Kinosaal sitzt und wenige Tage bzw. einen Monat später bringt dann der 24-jährige James E. Holmes zwölf Menschen in einem, Kino, um. Glaubt ihr ernsthaft, dass das Zufall ist? Und es wird noch besser. Wenn wir uns mal den Bild ansehen, auf den immer wieder gesummt wird, sehen wir, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Skelette. Glaubt ihr jetzt allen Ernstes noch? Dass das Zufall wäre? Es sind bei diesem Amoklauf ganz genau zwölf Menschen gestorben und man sieht in diesem Ausschnitt des Musikvideos Lilwehen und andere Leute, die völlig zusammenhangslos in einem Kino neben genau zwölf Skeletten sitzen? Es ist einfach mal wieder unglaublich offensichtlich. Ich meine, Leven hat hier so eindeutig den Aurora Amoklauf angekündigt. Und sogar die Anzahl der Todesopfer hat er angekündigt. Um wie viel offensichtlicher muss man es denn noch machen? Vor allem hat er es ja so unglaublich kurz vor dem Amoklauf veröffentlicht. Auf YouTube sogar wenige Tage davor. Ich meine, warum glaubt ihr hat er sonst in diesem Song, der thematisch rein gar nichts mit einem Kino zu tun hat, das eingebaut? Ich meine, wie stellt ihr euch das vor? Wieso hat er das so getan? Wie ist er darauf gekommen? Kam er eines Morgens unter der Dusche auf die Idee, hey, wie wäre es, wenn ich in meinem Musikvideo da mal, obwohl es rein gar nichts mit dem Thema zu tun hat, eine Szene zeige, in der ich mit anderen Menschen in einem Kinosaal sitze und dann setzen wir da auch noch Skelette rein und zwar ganz genau zwölf Skelette, weil wir lieben ja alle Skelette und wir lieben ja alle die Zahl zwölf und wir lieben ja alle Kinos? Nein. Leute, es ist einfach nur dumm so etwas zu glauben. Und ich meine, wenn das Thema des Songs wenigstens etwas damit zu tun hätte, könnte ich es ja irgendwie noch verstehen. Aber so macht das einfach keinen Sinn. Leweh hin kann man als Künstler betrachten. Und Künstler wissen immer genau, was sie tun, wenn sie dabei sind, ihr Kunstwerk zu gestalten. Ich meine, wenn ich etwas male, dann habe ich vorher immer genau ein Konzept vor Augen, was ich male und was genau ich damit zur Geltung und zum Ausdruck bringen möchte. Ich male nicht einfach vor mich hin. Und ich meine jetzt mal im Ernst, warum zur Hölle denkt ihr, hat er das eingebaut? So rein zufällig mal? Einfach nur lächerlich. Es muss schon ein verdammt großer Zufall sein, dass er unmittelbar vor diesem Amoklauf, der in einem Kino stattgefunden hat, sich einfach rein zufällig dazu entschlossen hat, im Musikvideo hier in einem Kinosaal mit ganz genau zwölf Skeletten rumzusitzen und dann zufälligerweise bei diesem Amoklauf kurz darauf genau zwölf Menschen umkommen. Das müsste ein verdammt großer Zufall gewesen sein. Und übrigens ja. Ich weiß, dass man hier in diesem Film auch mehr als zwölf Skelette sieht, aber das ist nur ein ganz kurzer Abschnitt, in dem aus dem eigentlichen Fokus herausgesummt wird. Den größten Teil der Szene hier, wo sie im Kino sitzen, ist die Kamera nun mal auf eben genau diesen Kinobereich fokussiert. Und selbst wenn ihr dann immer noch daran zweifelt, dass er die Anzahl der Todesopfer angekündigt hat, ist trotzdem noch was richtig Seltsames dran, finde ich. Es ist einfach nur unglaublich. Das Ganze wird hier angekündigt und im Nachhinein sind die Leute so ignorant, dass sie das als bloßen Zufall sehen. Und selbst wenn es einer ist, ist es doch ein verdammt unwahrscheinlicher. Und ich meine, seht euch mal den Rest dieses Videos an. Der ist auch mit Symbolik überladen. Hier, kurz bevor er auf sein Skateboard steigt, werden seine Augen zu Reptilienaugen und leuchten grün. Das steht für den Teufel. Da ja bekanntermaßen die Schlange im Garten eben den Menschen verführt hat und die Schlange ein Reptil ist. Daher steht die Schlange für den Teufel und das Teufelshandzeichen hier sagt auch schon alles. Und der Typ hier, der im Kinosessel sitzt, formt ebenfalls das Teufelshandzeichen, nur umgekehrt. Lewehin ist halt einfach ein Satanist. Übrigens, wenn ihr euch nun fragt, wieso er das angekündigt hat, es kann mehrere Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass er selbst, Lewehin selbst, nicht eingeweiht ist und ihm seine Plattenfirma vorgegeben hat, dass er das tun muss. Zum anderen aber kann er selbst auch Teil der neuen Weltordnung sein, was ich bei ihm insgesamt für sehr wahrscheinlich halte, und somit von seinen loschen Brüdern die Vorabinformation über diesen Armoklauf bekommen hat und er sich dann dazu entschieden hat, es in seinem Song hier so einzubauen. Naja, es ist so oder so einfach unfassbar. Aber nun gut. Jeder hat ja laut unserem Grundgesetz das Recht auf freie Meinung. Jeder kann glauben, woran er will. Wenn ihr dem Inhalt hier nicht glaubt, dann ist das eure Sache wisst ihr auch nicht. Es ist eure Sache das zu entscheiden. Ich für meinen Teil glaube nicht an Zufälle und in dieser Begebenheit hier sehe ich auch keinen Zufall. Wenn ihr eine andere Meinung habt, euer Problem. Aber bitte, sagt dann am Tag des Gerichts vor Gottes Thron, wenn ihr Rechenschaft über euer Leben ablegen werden müsst. Nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich habe euch gewarnt, sehr lautstark sogar. Euer Blut klebt nicht an meinen Händen. Ich kann jedem von euch wirklich nur empfehlen, mal kritisch über unsere Welt und die Geschehnisse darin zu reflektieren und sich wirklich mal mit dem Thema Gott zu befassen. Es ist sehr gut und ratsam für jeden, Jesus Christus als Erlöser anzunehmen und die Gebote der Tora zu befolgen. Natürlich erwarte ich es nicht sofort. Der Erwachensprozess ist immer ein sehr langes und schwieriges Unterfangen. Bis mein Erwachensprozess damals begonnen hat, sind auch sicherlich mehrere Monate vergangen. Was ich aber sagen kann, ist, dass er nun im Gange ist und ich erwacht bin. Erleuchtet durch Jesus Christus. Nicht durch den Teufel, wie die Leute der neuen Weltordnung es fälschlich glauben. Sondern durch Jesus. Ich hoffe, Jesus wird euch auch erleuchten. Ich hoffe zudem auch, dass dieses Video hier ein Segen für euch war. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben da zu lassen und dieses Video mit euren Freunden zu teilen, damit wir die neue Weltordnung schneller enthüllen können und so viele Leute wie möglich gerettet werden. Macht es alle gut, seid alle reichlich gesegnet im Namen von Jesus Christus, dem Messias, und im Namen unseres Vaters Yahweh. Shalom und Amen.